Moin moin und herzlich willkommen zu einer weiteren Folge Farm Manager 21. Ja, ich muss immer noch Rinder excel. Und wir sind dabei, wir haben schon zwei. Wir haben schon 290 Rindfleisch, glaube ich. Wir brauchen 1450 müssen wir verkaufen. Genau, hier war kein Bio. Aber hier ist ja Bio, genau. Was ich jetzt nicht weiß, ist, warum da oben gerade nichts mehr ankommt, aber ja, wird schon. Als Fahrzeuge fahren gerade wieder raus zum Ernten. Das haben wir hier. Eigentlich das Mechaniker, das hat keinen Elektro. Oha! Wie konnte das denn passieren? Dann müssen wir mal ganz schnell ändern hier. Kann nämlich auch den Mechaniker rausfahren und die Sachen fahren. Wie sieht es in unserem Lager aus? Was können wir denn verkaufen? Können wir was sinnvoll verkaufen? Bio-Käse, oh, der ist gerade im Preis gesunken. Die Wolle ist gut. Bio-Schafe, oh, die verkaufen wir. Kuhmilch können wir auch verkaufen. Ja, die ist gerade, steigt gerade, können wir auch verkaufen. Auch gut im Preis, da können wir auch einfach mal wieder was verkaufen von. Auch die Hälfte locker vom Verkaufen, so circa. Haben wir wieder 100.000 Gewinn. Knapp 90.000 jetzt. Aber es kommt ja schon wieder jede Menge Zeug, wo wir dann auch wieder Sachen verkaufen können von. Machen wir ein bisschen schneller. Einmal Strohballen haben wir da oben gleich wieder.
So niedrige Luftfeuchtigkeit, ja, aber kann ich die einstellen? Ah, es wird gerade gegossen, okay. Okay, das geht automatisch, das ist okay. Ach, gibt es auch wieder Stroh noch. Nur mit dem Rindfleisch kommen wir nicht hinterher. Wo, warum auch immer, das ist doch hier kein Biofleisch. Oder sind die noch nicht so weit, dass sie geschlachtet werden? Rüben kommen auch rein. Mal gucken, wann die erste Gewächshausernte kommt. Haben schon mal ganz schön Geld da oben ausgegeben hier. Langsam Gewinn noch mal machen. Vielleicht sollte ich die Käseproduktion mal ändern hier. Wir ändern einfach mal auf den hier. Oh, jetzt geht's los mit den Erdbeeren. 8 Erdbeeren? What the fuck? Sind aber ein paar wenige. Oh, da ist die erste Marmelade. Und die bringt auch richtig, richtig gut was. Die Wolle verkaufen wir, den Käse. Ja, ob der noch mal besser wird. Wir kaufen das mal lieber, bevor der doch noch schlecht wird. Ich weiß nämlich nicht, ob hier was schlecht werden kann. So viel Mist braucht, glaube ich, auch keiner. Hä? Oh, vielleicht brauchen wir den doch. Dann lassen wir das mal lieber. Hat 2000 eingenommen. So gefällt mir das schon besser mit der Summe. Die Erdbeeren. Was hatten wir hier für Gewächshäuser? Gurken und Achso und Himbeeren. Dann müssen wir die Produktion irgendwann noch mal auf Himbeermarmelade umstellen. Und irgendwann müssen wir das auch mal auf Bio noch umstellen da oben.
Das mit den Kühen. Warum wird hier kein Fleisch hingeliefert? Vielleicht, weil das nicht im Einzugsgebiet ist. Die waren doch aber schon mal leer. Da hatte doch schon mal jemand was weggeholt. Ja, den Winter können wir wieder überspringen. Ja, 300 dazu finde ich gut. Aber immer noch weiß ich nicht, warum das hier nicht funktioniert. Was mache ich falsch? Trick. Mach mal hin da. Ja.
jetzt ist das in Reichweite, okay. Okay, jetzt kriegen wir jetzt die Quest dann fertig. Das heißt, die Schlachterei muss in der Nähe der Tiere, der Tierhöfe sein. Okay. Ich jetzt hier. Haben wir jemanden für Tiere? Das haben wir sogar alles, ne? Ja, ich glaube schon. Machen wir da unten noch ein paar Bio-Kühe hin. Wie sieht es denn aus bei unseren Besetzlingen? 56 Stück, okay. Kommen die auch dabei rum? Gucken wir mal, ob die nachher noch da sind oder ob die jetzt wieder zum Pflanzen gebraucht werden. Die Marmelade, das wurde über den Winter alles verkauft, okay. Warten wir noch einen Moment mit dem Verkaufen. Wir noch mal irgendwas schulen vielleicht? Ging das denn mit der Schulung? Ach da. Nutzung erneuerbarer Energiequellen. Frage ist, ob ich überhaupt schon was schulen sollte. Wir warten mal, vielleicht sagt uns das ja die Kampagne noch. Verstehe es nicht. Warum nimmt der denn die Kühe da nicht raus? Kommt der da nicht ran? Keine Straße oder was? Ich war ja auch einfach nur doof. Nehmen wir mal jemand anders ein. Nehmen wir mal den, der kann gut mit Tieren und Verarbeitung.
Vielleicht zeigt der eine dem anderen, wie es geht. Ja, nicht genau Ressourcen, nicht genügend Ressourcen. Kuh, ist ja gut. Weil hier ist ja der Stall. Oder sind die noch nicht ausgewachsen? Das kann auch sein. Ah. Was ist jetzt hier das Problem? So, wir brauchen jetzt hier noch einen Mistplatz. Ah, jetzt geht's auch mal voran hier. Arbeiten dumm und beide auch mal. Gut. Ihr habt die Zeit wieder nicht im Auge gehabt. Aber ich wollte auch das noch mit dem Stall hinkriegen. Danke, dass ihr da wart. Die Folge ist leider vorbei. Ich hoffe, ihr seid in der nächsten Folge wieder mit dabei. Bis zur nächsten Folge. Ich wünsche euch noch einen schönen Tag. Ciao, ciao.